Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde mit den Blood Angels bei Spacehawk Tactics. Das wäre jetzt die zweite Mission und mal gucken, was da so passiert. Truppenverteilung haben wir keine Punkte, das haben wir nur zu wenig Punkte, zu wenig Teile. Brauchen wir noch ein bisschen mehr? Ich würde einfach sagen, let's go! Warum macht er nicht Go? Go, Go. Dann muss ich da rein. Leder, was willst du? Wir haben nur 23 Punkte, das ist mir alles Wurst. Weiter, 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 weiter. Ach so. Das sind einfach nur leere Felder. Ich dachte, das wäre Mission. Hier ist dann die nächste Mission. Okay, Bruder Sergeant, wir haben endlich das Space Hulk, das Hulk erreicht. Lasst uns unsere Mission beginnen, auch wenn Gefahren tief im Wrack auf uns lauern. Wir werden hier Licht ins Dunkel bringen, mit ein wenig Sprengstoff. Verstanden, Bruder. Und nun? Hallo. Achso, es ist einfach nur... Ich verstehe noch nicht, wie das mit den... Hier laufen sollen, glaube ich. Oh! Wir können nützliche Dinge finden. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir genügend Material finden, um unsere Ausrüstung zu reparieren. Ich halte meine Augen offen, nur zur Sicherheit. Verstanden, Bruder. Okay, es ist halt so ein Feld, das können wir so lang gehen und bestimmt per Zufall wird dann bestimmt, wo wir kämpfen müssen. Gehen wir erstmal hier in 2 Ki oben lang, dann hier lang oder... Komm. 50 Bauteile. Noch mehr Bauteile. Ja, heißer Scheiß. Immer her damit fürs Imperium. Okay, der nächste Kampf wird dann in... Oh. Bruder Sergeant, feindliche Einheiten befinden sich vor uns. Das müssen Genstealer sein. Vernichtet die Xenorks oder so. Ja, verstanden, Bruder. Machen wir doch. So, die Anzeige präsentiert die wachsende Bedrohung. Das war die hier links, die gerade leuchtet. Die Anwesenheit der Genstealer im Hulk. Bei jeder Bewegung des Trupps steigt die Bedrohung. Abhängig vom Sektor werden unterschiedliche Ereignisse ausgelöst. Das heißt, wir müssen immer dafür sorgen, dass wir die Gefahr gering halten. Eine große Gruppe Genstealers kommt plötzlich aus den Wänden hervor. Dieses kriechende Ungeziefer hindert dich daran, vorzurücken. So. Ach, wir müssen das einfach wählen. Segnet eure Waffen und schreitet voran. Für den Imperator. Endlich, kämpfen. Was will der? Töte alle Genstealers in 12 Zügen. Kriegen wir 200 Teile. Wenn wir es nicht machen, Niederlage 50. Gut, da wir die eine Folge mit Genstealer gespielt haben, wissen wir, dass wir ja die Löcher, aus denen sie rauskommen, quasi zustellen können. Das ist vielleicht nicht doof. Machen wir einfach mal. Gucken wir mal, was passiert. Gib Gas. So. Wo ist denn der Bruder mit seiner Kettensäge an der Faust? Nee, da war es nicht. Kann ich da noch was ändern? Hat da jemand eine Kettensäge an die Faust gegeben? Waffen? Ah, du warst das. Madriel. Nimm das doch einfach mal an. Halt es doch mal. So, und zurück. Und da hat er sie auch. Da bin ich glücklich. Und dann können wir bestätigen. Ich wollte jetzt einfach die Mission starten. Was ist da? Ach da, bereit. Ah! Mensch. Neues Menü. Muss mich erstmal, ich alter Mann, dran gewöhnen. So. Die Zeit nutzen wir mal für einen Schluck Kaffee. Oh, noch heiß. Wie viele Totenköpfe das sind, ne? Da muss jemand ordentlich gearbeitet haben. So,
Setze deine Terminatoren ab. Ja. Mal gucken mal. Lucky Lucky mal. Wir machen. Ich würde sagen, von Raum zu Raum gehen wir. Ich würde sorgen. Oh, die Tür ist zu, ne? Die kann aber aufgehen, glaube ich. Ja, die können alle aufgehen. Ich weiß nicht, ob die kaputt schlagen müssen oder kaputt schlagen. Also, es macht nicht Sinn, mit allen jetzt hier rechts lang zu gehen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen hier diesen Sprengmeister in diese Richtung. Dann einen Standardmarine da lang. Sergeant da. Rennt rechts rum. Er unterstützt den da. Und du, Nahkampf da lang. Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Und, ja, dann würde ich sagen, darf die KI. We shall cleanse. Ja, die Ansicht mache ich jetzt am liebsten nur, wenn wir auch, Feindkontakt haben. So, dann können wir nämlich versuchen, mit den anderen Leuten hier lang zu laufen. Einer bleibt hier, schießt da einmal hin und die anderen versuchen das hier zu zerstören. Und dann versuchen wir hier alles aufzuräumen. So mein Plan, mal gucken, ob es das was wird. Du rennst mal brav hinterher. So, ein unwichtiger Terminator rennt hier in diese Richtung. Die können nur abwechselnd laufen. Ich habe auch schon was Doofes gemacht. Ich hätte den Sergeant vorschicken sollen, weil der natürlich 5 Schritte gehen konnte, glaube ich. Oder nicht? Ich dachte, er konnte 5 gehen. Kann mich auch irren. Na gut. Die Platte sieht aber nicht gesund aus. Habt ihr gesehen? Da ist ein Loch drunter. Und ja, dich schicke ich einfach dahinterher und dann sind wir mit der ersten Runde fertig. Dann haben wir quasi noch, wie viele Runden hatten wir? 10 oder 12? 12 hatten wir, ne? Das heißt 11. Da wird natürlich ein bisschen knapp hier. 11 Runden. Vielleicht kommen ja auch nicht so viele, wer weiß. Also vielleicht kommen sie alle mir schon entgegen. Da haben wir schon mal einen. Und er... Ach, die Türen gehen automatisch auf. Das ist natürlich scheiße. Und, ach so, das ist... Ach, das sind schon die. Das ist kein Nest. Da habe ich mich gerade geirrt. Ich dachte, das wären die Nester. Verdammt. Oder vielleicht sind die Nester da, wo sie jetzt angefangen haben. Ich weiß nicht, ob sie mir angezeigt werden. Das müssen wir überprüfen. So. 2 Schritte vor. Das war doch doof. Weil wir können jetzt einmal gratis schießen. Machen wir auch mal. Und die Sprengmunition geht daneben. Jetzt haben wir noch 2 AP. Entweder wir gehen auf Abwehrschuss oder... Ach komm, wir bolzen weiter. Feuer. Feuer. Naja, Hit. Ah, ich wollte eigentlich mal die andere Ansicht wieder machen. Das habe ich zu selten gemacht. So, jetzt blockiert er unseren Weg. Und, ich muss ja trotzdem meine Leute hinterher schicken. So, der Gute hier. Das kostet zu viel Punkte, ne? Scheiße. Interaktion 1 Punkt mit der scheiß fucking Tür. So, das Problem ist, wenn ich da gehe, 2. Und das ist doof, weil wir können ja nicht schießen, wir können nur einmal schießen. Ich mache eher das hier. Overwatch. Der andere kann leider gar nichts machen. Machen wir auch Overwatch. Und dann sind wir schon wieder durch mit der Runde. Leider geht nicht. Granaten wären geil. Granaten werden jetzt richtig edel. Hm. Das hilft uns irgendwie auch nicht. Aber was hatten wir dafür? Was ist war Nummer 4? Ihr Nachladen. Ach, nachladen müssen wir auch noch. Scheiße. Dann machen wir folgendes.
Ein Schritt zu. Ach, das gehen zwei Schritte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich jetzt zurückgehe. So. Der Freund hat auch nicht so viel. Der kommt hier so weit. Holla die Waldfee. Du gehst einfach ohne zwei. Verfahren. Mit alle kriegen wir eh nicht durch. Abwehrfeuer. Zack. Falls der erste fällt, kann der zweite ein Abwehrfeuer machen. Weiter. Und bei dem machen wir auch wieder Abwehrfeuer. Und dann haben wir noch 10 Runden. So, er kommt rum. Ja, das ist Musik in meinen Ohren. Die Gatling Gun. Oder Sturmkanone. Ah, der schießt daneben. Der schießt doppelt daneben. Ja, den ersten Verlust. Oh. Der ist quasi mit davon. Hätte man eine Karte opfern sollen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir uns jetzt hier fortbewegen. Ich mach's einfach mal. Weil der Sergeant ist natürlich geil im Nahkampf. Hau drauf da. What? Nein! Der Sergeant ist gar nicht geil. Wir haben unseren Sergeant verloren. Scheiße. Abwehrfeuer. Scheiße. Ja, Abwehrfeuer. Alter Schwede. Zwei Mann gleichzeitig verloren. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der so ein übelster Motherfucker im Nahkampf ist. Na, haben sie uns weggeschnippelt. Eieieiei, ich hoffe, der fällt uns jetzt in der weiteren Kampagne nicht. Hab ich jetzt nicht Enter gedrückt? Oder? Ach, wir sind fertig. Hm. Schießen kann ich aber auch nicht. Nee, komm. Hier warte ich. Ja, da wartet er auch. Ich warte auch. Ich will jetzt nicht rumgehen. Ich habe meine Nahkampflektion für heute schon gelernt. Schieß! Yes! Das war der Typ mit der Kettensäge. Habt ihr das gehört? So. Wir können vielleicht ihn aber an eine Karte umwandeln. Das ging doch auch, ne? Komm mal her. Alter, die Schnauze voll. Oh. Das ist jetzt ganz schlecht. Nein! Gut, erst war weg. Kriegen wir den nächsten auch noch? Stirb, du Xenos! Mission erfolgreich. Na, doch. War doch einfacher als gedacht. Scheiße. Ah. Wie sieht es jetzt aus? Haben wir jetzt einen Sergeant dauerhaft verloren? Gibt es Punktabzug? Als 200 Bauteile haben wir gekriegt. Gehen wir auf Übernehmen. Und wie sieht denn mein Trupp aus? Verlieren wir unsere... Also kann ja auch sein, dass man die Leute, die man... Ne, ist derselbe Sergeant. Also alles gut. Wir haben ihn noch. Merken, mit dem Nahkampf gehen ist auch irgendwie nicht geil. Oder er muss stehen und dass er zwei Nahkampfattacken hat. Oder schießen und Nahkampf. Hm. So, haben wir irgendwas Tolles gekriegt? Nur Teile, ne? Ne, Waffen haben wir nicht. Karten können wir noch was machen. Das
kann der Sergeant die Karte. Ziele auf einen Terminator, der bis zum nächsten Zug erhält Wache. Achso. So, für den Imperator. Ziele auf einen Terminator, der nächste Angriff wird ein Erfolg. Ach, sowas hätte ich auch mal benutzen sollen. So. Oh, 4 Aktionspunkte, ist natürlich auch geil. Aber hier. Ziele auf einen Terminator bis zum nächsten Zug erhält er 2 Kommandopunkte für jeden getöteten. Ach, komm, scheiß auf die Kommandopunkte. Ziele auf einen Terminator plus 4 Aktionspunkte. Das heißt, wir könnten einen Rambo machen quasi. Nicht gut, will ich haben. Und dann kosten die Karten wieder mehr Müll. Okay. Ja, soweit ganz gut. Die Mission war jetzt nicht so geil. Ach, hier haben wir jetzt auch andere Felder. Dann gehen wir mal hier hin. Und jetzt, dieses Hulk ist von Ungeziefer befallen. Zahllose Genstealer werden hinter jeder Ecke auf uns lauern. Aber das wird uns von unserer Mission nicht abhalten. Verstanden, Bruder. So, da würde ich jetzt hier. Wow, war jetzt ein bisschen kurz. Aber ich habe ja gesagt, wir machen Mission zu Mission. Und nächstes Mal geht die nächste Mission weiter. Also haut rein. Bis dann. Ciao.